Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Parlament feiert heute 20 Jahre Euro. Aber was feiern wir denn eigentlich? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, der Euro hat uns eine Schwierigkeit nach der anderen Schwierigkeit eingebrockt. Schauen wir zum Beispiel auf die Staatsschuldenkrise. Wir hätten doch nie eine Staatsschuldenkrise gehabt, wenn wir nicht den Euro gehabt hätten. Denn solange Staaten ihre nationale Währung haben, können sie ihre Staatsschulden stets bedienen, indem sie ihr eigenes Geld drucken. Wir hätten nie eine Bankenkrise dieses Ausmaßes gehabt, wenn wir nicht den Euro gehabt hätten. Denn die Bankenkrise kam doch nur dadurch zustande, dass sie auf riesigen Beständen von Staatsanleihen saßen. Und diese Staatsanleihen waren gefährdet, weil die Staaten ihr eigenes Geld nicht mehr drucken konnten. Wir hätten keine Bankenkrise gehabt, wir hätten keine Staatsschuldenkrise gehabt. Und wir hätten auch keine Massenarbeitslosigkeit gehabt, fast überall in Südeuropa, enorme Jugendarbeitslosigkeit. All diese Schwierigkeiten hat uns doch der Euro eingebrockt. Meine Damen und Herren, wir haben nichts zu feiern beim Euro. Wir müssen harte Arbeit leisten, diese ganzen Probleme, die der Euro aufgetürmt hat, irgendwie in den Griff zu kriegen. Der Euro hat die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Der Euro ist eigentlich ein völlig fehlgeschlagenes Experiment.